Der Mord an einer hochschwangeren 19-Jährigen in Berlin ist offenbar aufgeklärt. Sie wurde erst niedergestochen, schwer verletzt und dann noch lebend angezündet und verbrannt. Der Ex-Freund, wohl zugleich der Vater des Babys, soll die Frau und das ungeborene Kind gemeinsam mit einem Komplizen getötet haben. Sandra Saatmann berichtet. Auf Maria P.'s Facebook-Seite wurde die Vorfreude auf ihre ungeborene Tochter deutlich. Doch sie hatte Angst um ihr Leben. Ihr Ex-Freund und Vater ihres Babys drohte ihr mit dem Tod. Am Donnerstag noch erstattet sie Anzeige bei der Polizei. Doch die kann sie nicht mehr schützen. Maria P. wird am selben Abend von ihrem Ex Ehren T. und dessen Kumpel in ein Waldstück gelockt oder verschleppt, mit Messerstichen in den Bauch verletzt und bei lebendigem Leibe verbrannt. Die Berufsschülerin versuchte sich noch zu wehren. Ermittler fanden tiefe Schnittverletzungen an den Händen. Am Freitagnachmittag erscheint Ehren T. bei der Polizei, um Maria P. als vermisst zu melden. Die Beamten werden misstrauisch, verhören ihn. Bei den Vernehmungen soll der 19-Jährige, so berichtet ein Ermittler, gefühlskalt und teilnahmslos gewesen sein. Mit Ehren ist sie seit September 2012 zusammen. Als sie schwanger wird, verlässt er sie, will, dass sie abtreibt. Seine Familie habe Maria nicht akzeptiert, obwohl die Schülerin extra zum Islam konvertiert sei, berichten Freunde. Ob die Familie des Täters mit in diese grausame Tat involviert war, ist Gegenstand der Mordermittlungen. Mittlerweile sitzen die beiden 19-Jährigen wegen gemeinschaftlichen Mordes in Untersuchungshaft.